heute ein kurzes Video, wie installiere ich den Monbill bei Linux. So, wir gehen auf die Seite monbill.com. Sieht dann so aus. Und da ist auch gleich schon auf der Startseite, wo wir hinwollen. Hier gibt es drei Auswahlmöglichkeiten. Da wählen wir diesen Pinguin aus, den Linux. Und dann öffnet sich diese Seite. So, jetzt haben wir hier in diesem Fall für Ubuntu. Es sind auch noch andere dabei. Wir machen das Beispiel mal für Ubuntu. Haben wir hier drei Befehle, um den Monbill zu installieren. Den markieren wir uns. Kopieren. Öffnen den Terminal. Ich habe den hier schon in der Taskleiste drin, ansonsten findet ihr den im Menü. Einfach die Suche Terminal eingeben. So, jetzt haben wir hier diese Eingabezeile. Rechter Mausklick, Kontextmenü, einfügen, Enter bestätigen. Jetzt kommt die Passwortabfrage. Passwort eingeben. Kurz mit Enter bestätigen. Wollen wir weitermachen, fortfahren? Ja, Eingabetaste. Braucht einen kleinen Moment. Wir holen uns schon den zweiten Befehl. Wieder markieren, kopieren. Zweiten Befehl eingegeben, Enter gedrückt. Schon fertig. Wir holen uns den dritten Befehl. Gehabt. Rechte Maustaste einfügen. Enter. Das geht relativ schnell. Was im Video jetzt nicht gezeigt wird, dass noch eine Abfrage kommt mit ob weiter oder ob es installiert werden soll. Da drückt ihr einmal das J für Ja, wird auch angezeigt im Text. Enter drücken und dann ist es installiert. Jetzt gehen wir noch einmal in den Monbill rein. Das sieht dann so aus oder vielleicht mit einem weißen Hintergrund. Eventuell läuft bei euch am Anfang der Audioassistent durch. Ist auch ganz hilfreich. Da könnt ihr schon eine Push-to-Talk-Taste einstellen und diese Taste hinterlegen. Die wird nachher zum Sprechen genutzt im Monbill. Ich zeige euch jetzt noch einmal, wie man einen Server hinzufügt. Einfach unten links auf die Schaltfläche und nun wollen wir die richtige Adresse hier eingeben. Das ist in diesem Fall www.bundes.de. Deutschland.net. Mal gucken, alles richtig geschrieben. Ja, der Port 64738. In den meisten Fällen voreingestellt. Und jetzt Vorname. Eckige Klammer auf mit der Alt-GR-Taste plus 8. Die fünfstellige Postleitzahl eingeben, Alt-GR plus 9, Klammer zu, und nur noch das Bundesland. So, jeder weiß selbst am besten, wie sein Vorname ist, wo er wohnt und in welchem Bundesland das ist. Es wird dann mit OK bestätigt. Hier sieht man schon, der ist schon hinterlegt, deswegen in diesem Fall abbrechen. Einmal diesen Server anklicken, den Favoriten und dann auf Verbinden. Und schon seid ihr auf dem Server Bundesstaat Deutschland. Ihr kommt in dem Warteraum an und da wird sich ein Techniker um euch.
Wir sehen uns in Mumble.